Guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Endstand im ausverkauften Wohnen-Westweser-Stadion 2:2. Ich begrüße beide Trainer hier und möchte Gerardo Seoane bitten, sein Statement zum Spiel abzugeben. Bitte schön. Ja, hallo. Zuerst natürlich Happy Birthday meinem Trainerkollegen. Viel Gesundheit für die Zukunft. Wir gehen natürlich mit Glücksgefühlen nach Hause, wenn du in der Nachspielzeit noch einen Punkt ergattern kannst mit einem Elfmeter. Haben in der Vergangenheit öfters, wie auch heute, schon Führungen aus der Hand gegeben. Zum Spiel insgesamt finde ich, vor allem die Startphase, ist es uns gut gelungen, zielstrebig nach vorne zu spielen, gut die Tiefe verteidigt. Dann zu viele Ballverluste, schlechte Zweikampfwerte dann auch, die uns gezwungen haben, tief zu verteidigen, wo wir dann doch aber auch den 16er gut verteidigt haben. Und dann durch einen individuellen Fehler ein bisschen ins 1-1 laufen, was aber in meinen Augen absolut verdient war. Ja, dann Anfangsphase, zweite Halbzeit, finde ich, ein bisschen Griffigkeit verloren, Intensität gegen den Ball verloren und so auch nicht mehr ins Spiel nach vorne gekommen. Und dann nach dem 2-1 ein bisschen vom mentalen Effekt, so jetzt alles nach vorne und vielleicht, dass die Bremer dann gesagt haben, okay, jetzt unbedingt verteidigen, haben wir mehr Ballbesitz gehabt, mehr Spieler auch vor dem Ball und dann mit dieser Elfmetersituation dann auch den Punkt geholt. Und es freut mich für die Mannschaft, dass sie sich belohnt hat. Danke. Vielen Dank. Ole, bitte deine Einschätzung zum Spiel. Ja, hallo von mir. Danke für die Glückwünsche. Leider nicht zum Sieg. Das hätten wir heute gerne gehabt. Und ich glaube auch, dass wir es insgesamt von der Qualität, vom Engagement vielleicht sogar auch verdient gehabt hätten. Es ist so, dass wir nicht gut ins Spiel kommen, in Rückstand geraten. Das geht in der Situation auch zu einfach. Danach haben wir aber insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht. Viele Dinge von denen, die wir umsetzen wollten, wirklich gut umgesetzt, sind nicht zu hektisch geworden, wenngleich in der ersten Halbzeit noch die eine oder andere Umschaltsituation für Gladbach auch da war. Aber wir sind insofern ruhig geblieben, als dass wir eine gute Kontrolle hatten, eine vernünftige Absicherung hatten. Das haben wir in der zweiten Halbzeit auch noch mal ein Stück weit besser gemacht und uns dann eben halt auch mit der Führung belohnt. Und dann ist es richtig, dass Gladbach natürlich nochmal alles nach vorne wirft in der Schlussphase, auch nochmal offensiv wechselst. Du machst es dann umgekehrt, wechselst vielleicht eher nochmal Spieler, die dir ein bisschen mehr Stabilität geben oder auch in der Phase, gerade auch mit den nochmal schnellen Spielern, die von Gladbach kamen, nochmal ein bisschen Tempo auf der einen oder anderen Position. Trotzdem war es jetzt für mich nicht so, dass das großartig in der Luft lag, dass noch was passiert, weil wir es bis dahin eigentlich gut und vernünftig wegverteidigt haben. Und dann es ist die Elfmetersituation. Ich glaube, so wie jede Woche kann man da sagen, man kann den geben, man muss ihn nicht geben. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass man Woche für Woche eigentlich ein Stück weit sich Willkür ausgesetzt fühlt, weil du diese Situation, so wie sie heute ist, zu Recht als etwas bewerten kannst, wo du sagst, der Arm steht zu weit weg vom Oberkörper. Genauso wirst du diese Situation diese Woche auch wieder irgendwo sehen, wo es dann auch zu Recht heißt, aus 40 Zentimetern, ohne dass man wirklich zum Ball guckt, wo soll er hin mit der Hand? Und insgesamt ist es eben so, dass man sich einfach immer die Argumente dann so zurechtlegt, wie sie zur Entscheidung am Ende des Tages passen. Das nervt mich trotzdem. Ja, wie gesagt, das habe ich zum Spiel zu sagen. Ansonsten von der Leistung her bin ich zufrieden. Vom Ergebnis aufgrund des Spielverlaufs nicht. Und trotz alledem einen wichtigen Punkt, den man dann bei der ganzen Sache auch nicht vergessen darf. Mit Abschluss des drittletzten Spieltags haben wir hier unser Saisonziel mit dem Klassenerhalt dann auch rechnerisch erreicht, auch wenn es vielleicht schon ein paar Wochen in der Luft lag. Aber jetzt ist es de facto so. Ich glaube, es ist eine gute Leistung aller Mitarbeiter, der Spieler, des gesamten Staffs und viele Mannschaften, die mit uns tauschen würden, viele Vereine, die es nicht geschafft haben, sich 2 Jahre in Folge aus dem ganz dicken Abstiegskampf herauszuhalten. Und deshalb nehmen wir das auf jeden Fall positiv mit. Jetzt haben wir noch 2 Spiele, die gehen wir mit Vollgas an. Ja, Leipzig, große Aufgabe, aber eine Aufgabe, die wir uns zutrauen, wenn wir ähnlich auftreten, wie wir es jetzt heute und in den letzten Wochen getan haben, als Mannschaft mit aller Qualität, insgesamt als geschlossene Gruppe, fahren wir dahin und werden auch aus diesen letzten 2 Spielen versuchen, das Maximum rauszuholen. Und dann wird man sehen, wo wir nach 34 Spieltagen stehen. Vielen Dank. Olaf, dir vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, vorne gehen die Hände hoch.
Herr Sioane, beim Elfmeter nimmt sich Florian Neuhaus den Ball. Sie haben jetzt an der Außenlinie so ein bisschen so gewirkt, als wären Sie vielleicht nicht so glücklich mit der Entscheidung. Es waren ja wahrscheinlich auch Weigel und Tschanschara vorgesehen. So im Nachhinein würden Sie trotzdem sagen, gut, wenn ein Spieler Verantwortung übernehmen will und für die Mannschaft was tun will? Oder sollte er sich da eher an das halten, was vorher abgesprochen ist? Ja, ich würde sagen, dass er sich nicht an die Vorgaben gehalten hat und dass der Verantwortliche oder die Verantwortlichen sich clever verhalten haben, um nicht einen Disput auf dem Platz am Platz anzufangen. Und für Flo finde ich es positiv, dass er ihn reingemacht hat. Andererseits wäre es wahrscheinlich ein bisschen ungemütlich für ihn geworden. Ja, meine Frage ging auch in die Richtung. Florian Neuhaus wirkte auch so, dass er viel bewegen wollte, als Sie ihn eingewechselt haben. Er war ja zunächst in den letzten Spielen auch draußen. Wie würden Sie seinen Auftritt generell und auch mit der Verantwortung, die er übernommen hat, dann einordnen für sich? Hat er Ihnen heute auch ein bisschen was gezeigt? Nee, ich würde jetzt da nicht in ein individuelles Fazit reingehen. Und natürlich irrt ihn das, dass er den Elfmeter macht, aber dass Florian Neuhaus bei uns Spielzeit bekommt, hat vor allem damit zu tun, wie seine Trainingsleistung ist. Und die kann ich nur bewerten, wenn er trainiert. Und er hat seit Wochen Probleme und hat heute nach dem Spiel auch nicht mehr die Kompensationsläufe machen können wegen seinem Schmerz. Und ja, also ich finde, dass wir ihn heute reingeschmissen haben mit der Idee, lass uns alles offensiv Personal auf den Platz bringen, im Wissen, dass ein halbwegs gut gespielter Konter dann schlussendlich das Spiel entschieden hätte. Und ein bisschen mehr rustikal dann auch schlussendlich zum Elfmeter gekommen, mit einem einfachen langen Ball nach vorne und so auch den Elfmeter rausgeholt. Hier vorne gibt es nochmal weitere Fragen. Eine Frage nochmal zum Personal. Moritz Nikolas stand im Tor, obwohl Jonas Omlin wieder im Kader war. War das jetzt nur, weil er noch nicht wieder hundertprozentig fit ist? Oder lassen Sie es jetzt bis zum Saisonende so, um jetzt nicht jede Woche zu wechseln? Ich habe mich für das Spiel entschieden, weil Jonas erstmals Mittwoch trainiert hat in den letzten 12 Tagen und in meinen Augen ein gutes Training, weil Donnerstag, Freitag dann die Belastung ganz anders war, nicht genügend war, um von Anfang an zu spielen. Vorne in der ersten Reihe nochmal und dann kommt Martin Globus dran. Herr Sioane, Ihr Kollege hat eben gesagt, Klassenerhalt geschafft, das Ziel erreicht. Wie bewerten Sie diesen Punkt und die Situation Ihrer Mannschaft nach diesem Spiel? Die Gesamtsituation wird sich ja erst bis Sonntagabend richtig darstellen. Aber wie wichtig war dieser Punkt vom Spielverlauf her, aber auch generell in der Tabelle? Ja, Punkte zu addieren ist positiv. Gerne hätten wir mehr mitgenommen. Aber vor allem gegenüber dem letzten Wochenende war es ein mutigeren Auftritt im Spiel nach vorne. Das stellt mich positiv. Wir wissen, dass wir selber in der Hand haben, übers Punkten die Situation klarzumachen. Wissen aber auch, dass es über 90 Minuten insgesamt bessere Leistungen braucht als zuletzt, um dann schlussendlich klare Punkte einzufahren. Und den Punkt dann richtig einzuordnen, muss man schon bis Sonntagabend dann warten, was auf den anderen Plätzen geht. Martin Globus, bitte. Ja, nochmal aus dieser Runde. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Trainer. Herzlichen Glückwunsch zum endgültigen Klassenerhalt für die Leute draußen in den Logen. Was kann der Trainer über die Leistung von Nick Woltemade sagen, der ja mit diesen beiden Toren auch einen wesentlichen Beitrag heute geleistet hat? Ja, ich glaube, Nick ist gar nicht so gut ins Spiel gekommen, aber hat dann immer besser reingefunden. Deshalb war es, glaube ich, auch kein Zufall, dass er dann trifft in der Phase und ist dran geblieben, hat so wie in den letzten Wochen auch seine Qualitäten gezeigt. Und freut mich sehr für ihn, dass er jetzt nochmal auch für uns getroffen hat. Ich glaube, war eine Frage der Zeit, bis der Knoten mal platzt. Und da hat er viel für getan. Das war natürlich für uns heute auch als Mannschaft sehr wichtig. Hier vorne noch eine Frage. Sioane, ein Wort vielleicht zu Manu Koné. Er hat wieder in der Startelf gestanden. Sie haben das System ein bisschen umgestellt mit zwei Achtern. Beide hatten natürlich auch ihre defensiven Aufgaben, aber er wirkte kurz vor seiner Auswechslung oder schon länger davor angeschlagen. Er saß ja auch zweimal auf dem Boden, war irgendwie umgeknickt, konnte man nicht genau sehen von oben. Können Sie die Situation so ein bisschen beschreiben? Es wirkte so, als wenn er schon vorher rausgewollt hätte, zumindest, wie gesagt, von außen betrachtet und vielleicht auch zu seiner Leistung was sagen. Ja, es gab da ein, zwei Zweikämpfe, wo er was abbekommen hat.
frage mich nicht, was es genau ist. Werden wir morgen dann updaten, gehe nicht von einer schweren Verletzung aus. Ich finde auch, dass ein Spieler mit ein bisschen Schmerzen weiterspielen sollte in der Situation. Also muss nicht gleich jedes Mal gewechselt werden. Man kann auch ein bisschen auf die Zähne beißen, das hat er auch gemacht. Und hat vor allem in der ersten Halbzeit über links für Dynamik gesorgt, kann was auflösen. Hat uns sicherlich mit seiner physischen Präsenz geholfen, das gute Mittelfeld der Bremer mit sehr vielen Bewegungen, agilen Spielern, die viel unterwegs sind, viele Positionswechsel, mit seiner physischen Präsenz das ein bisschen einzugrenzen. Ist jetzt keine Wortmeldung mehr. Dann euch und Ihnen vielen Dank und vergessen gute Heimreise. Alles Gute für die Saison. Dankeschön.